Ich möchte noch einmal das Glücksgefühl haben, eine Runde gewonnen zu haben, ohne dass der Boy einfach runtergelaufen ist oder sonst was. Ach Mann, was ist das denn? Oh, da werde ich schon beleidigt, Leute. Kack-YouTuber Ryan X. Cole, oh nein. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Minecraft. Tut mir leid, ich brauche die richtige Begrüßung. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars. Oh Mann, ich wurde direkt beleidigt, Leute. Jetzt müssen wir uns anstrengen hier in der Runde. Wie ihr schon seht, spielen wir nicht mit dem normalen, Wie ihr schon seht, spielen wir nicht mit dem normalen Texture Pack, mit dem normalen Call Unity Pack, sondern mit Katjas Doggy Pack. Schon wieder, Freunde, schon wieder? What? Wieso das denn? Einfacher Grund, ich habe das Ganze schon mal in Get Down getestet, dieses Texture Pack. Aber, ja, es wurde sich gewünscht, dass ich das Ganze nochmal in Bad Wars teste, da das Ganze auch ein Bad Wars Pack ist, wie man hier an diesen sexy Blöcken, glaube ich, auch erkennt. Und deswegen spielen wir das einfach nochmal, weil ihr euch das gewünscht habt, dachte ich, ja komm, dann spielen wir das Ganze einfach... Spielen wir das Ganze einfach mal in Bad Wars. Oh mein Gott, das war gar nicht so geplant, aber es hat zum Glück irgendwie geklappt. Gucken, ob ich den hier runterkicken kann. Eigentlich muss ich den Boy suchen, der meinte Kack-YouTuber. Aber zu spät. Oh mein Gott, zu spät. Hilfe, bitte, bitte. Da wurden direkt zwei Betten abgebaut, Leute. Und deswegen stacken sich gerade die Sounds. Holy shit, das ist ein bisschen belastend gerade. Wir holen uns mal ganz schnell. Ich muss den irgendwie hier runterkicken gerade. Ich habe einfach gar keinen Stuff, ist das Problem. Komm schon, flieg bitte einfach. Okay, ich muss ihn mit der Pickaxe killen. Ich habe fast kein Leben mehr. Ah, da bin ich noch gestorben. Shit, das ist auf jeden Fall... Ich habe vergessen, wie laut und penetrant dieser Bettabbau-Sound ist, dass man sich dann gar nicht konzentrieren kann. Holy shit. Oh Mann, oh Mann. Aber der Boy gerade hat sich irgendwie zurückgebackt. Das war ein bisschen komisch. Aber egal, nicht wichtig. Leute, Link zum Texture Pack und zum Ersteller vom Texture Pack. Alles natürlich in der Beschreibung. Also könnt ihr euch gerne mal angucken, das Texture Pack selber. Oder gerne mal den Boy abchecken, der das Ganze erstellt hat. Oh, da ist er einfach runtergelaufen. Nice. Dann kann ich das Bett hier natürlich ziemlich easy abbauen. Da hören wir nochmal den Abbau-Sound, Leute. Sehr nice. So. Wer hat jetzt noch ein Bett? Da drüben, glaube ich, oder? Team Grün. Lebt denn der Boy noch? Ich glaube, Team Grün war das. Ich glaube, Team Grün war der Boy, der meinte, ich bin Kack-YouTuber. Deswegen müssen wir da ganz schnell rübergehen. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Ja, da ist er sogar. Scheiße, ich bin einfach runtergelaufen. Lelok46, Grüße gehen raus an dich. Ich hasse dich auch, mein Freund. Oh Mann. Ich wette, der baut jetzt noch mein Bett ab, weil er ist gerade auf dem Weg zu mir. Ich verliere jetzt noch gegen ihn, Freunde. Das kann doch nicht sein. Nein, das Karma muss auf meiner Seite sein. Da sehe ich schon seinen Namen da unten. Oh ne, doch nicht. Das ist der Shop. Ja, Bad Wars Profi ist mal wieder am Start, Leute. So, der Moonwalk-Test. Ja, nicht so nice, Leute. Moonwalk-Test mit dem Texture-Pack. Nein, das war eigentlich kacke. Aber geht auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich habe es jetzt selber ein bisschen verkackt, aber mit dem Fadenkreuz kann man das, glaube ich, machen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... Er rechnet noch nicht. Er sieht mich noch nicht. Hä, hat er gerade einen 0-Knockback bekommen? Okay. What the fuck? Er lebt vor allem auch noch, oder? Ne, jetzt ist er doch noch runter. Der hat gerade irgendwie erst 0 Knockback bekommen, als ich ihn gehittet habe. Aber egal, dann rushen wir mal durch zu ihm hier. Ich hoffe, dass der Schwarz jetzt gerade nicht mein Bett abbaut, also Team Schwarz. Das wäre natürlich nicht so nice. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Oh, hi. Na, alles klar? Tschüss. So, dann rennen wir mal durch hier. Oh, wow, ich hätte mich einfach so außen rum bauen sollen. Scheiße, jetzt hat er eine Chance, mich runterzukicken. Der hat sein Bett nicht mal eingebaut, sehe ich gerade. So, zack, zack. Oh, wow. Wenn ich nicht mal fast bridgen kann. Aber er kriegt auf jeden Fall sehr wenig... Oh, shit, mein Bett wurde auch noch zerstört in dem Moment. Nein, 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 nein. Nein, als ob, ich wollte mich doch am Grünen rächen. Schlechter Hacker, wer hat den Hacker? Ich? Erst bin ich ein Kack-YouTuber, jetzt bin ich ein schlechter Hacker. What, Alter, geil, das heißt, ich bin gut genug. Ich glaube, der meint den Schwarzen, aber um ehrlich zu sein. Aber ich tue jetzt mal so, als ob er mich meint, dann freue ich mich, weil das ist ein Kompliment, das würde heißen, dass ich... dazugelernt habe. Egal, neue Runde. Okay, ich bin jetzt in eine 4x1er Runde gegangen. Ich wusste bis gerade gar nicht, dass es sowas gibt, Freunde. Holy shit, ich wusste gar nicht, dass es 4x1 gibt. Ich dachte, 8x1 wäre das niedrigste oder das kleinste. Deswegen spielen wir das jetzt einfach mal. Ich dachte, das teste ich dann einfach mal ganz schnell hier. Und 8x1 ist irgendwie nicht voll geworden. Also ich weiß nicht, Freunde, wie es so ist. Aber ich glaube, auf Kudo spielt man nicht so viel 8x1. Kann das sein? Also klar, ich gehe eigentlich auch immer nur drauf, um hier 1x1 zu spielen. Aber in letzter Zeit finde ich es eigentlich auch ganz nice, hier 8x1er Runden zu zocken. So, aber an sich, ja, wird das anscheinend hier nichts. Zumindest ist hier irgendwie, ich weiß nicht, da waren nur zwei Leute drin für die 8x1er-Runden und die wurden irgendwie gar nicht voll oder sonst was. Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr euch da ein bisschen mehr auskennt, ob man hier überhaupt 8x1 zockt, so, weil anscheinend ja nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht spiele ich auch nur zur falschen Zeit. Wobei es ist 16.53 Uhr, Leute. Eigentlich müssten doch jetzt alle von der Schule oder fast alle von der Schule zu Hause sein und richtig schön am Minecraft-Suchten sein, oder nicht? Eigentlich müsste doch jetzt Primetime sein, oder? Also von daher weiß ich nicht. Ich meine, sonst in den Streams, wenn ich halt hier spiele, füllt sich das eigentlich immer relativ schnell, diese 8x1er Runden, aber dann ist wahrscheinlich auch, weil ganz viele von euch hier mit reinjoinen. Keine Ahnung. Egal, nicht wichtig. Wir hoffen einfach mal, dass die Runde besser wird als die gerade. Vielleicht gewinnen wir ja jetzt. Es ist ja nur eine 4x1er Runde, deswegen denke ich mal, dass die ultra schnell vorbei sein wird. Überlebe ich das? Oh Gott, halbes Herz. Ja, es war natürlich geplant, Freunde. Es war natürlich geplant. Hat der Boy das überhaupt mitbekommen? Nee. So, da ist der nice...
Wetterbausound, ne? Nice, mehr oder weniger. Oh, hi. Ciao. So, da haben wir. Yo! Ist klar, wahrscheinlich. Okay, jetzt ist er aber gestorben. Ich dachte erst kurz, er hat gehackt, aber wenn. Okay, beim zweiten Mal ist er runtergefallen. Oder wurde er. Warte, ich hab, glaube ich, den Bauen gehört. Ja, scheiße, ich hab mein Bett nicht mal eingebaut. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Nein, ich bin runtergelaufen, ich hätte überleben können. Oh, shit. Aber ich glaube, es war gerade ein Bug. Ich glaube nicht, dass der Boy gehackt hat. Ich weiß es nicht. Dann machen wir jetzt noch eine Runde. Das war ja gar nichts. Shit. Ich warte jetzt einfach so lange in der 8x1er-Runde, bis die voll wird, Freunde. Da kenne ich nichts. Okay, nach gefühlten 10 Jahren ist die Runde dann auch eigentlich mal voll geworden. Es ist ein bisschen belastend, Freunde. Vielleicht hätte ich doch auf einen Revi-Server gehen sollen, aber ich will jetzt nicht mitten im Video den Server wechseln. Wobei, das könnte man eigentlich auch machen, ne? Aber ich weiß nicht. Eigentlich könnte man ja, ich habe ja früher einfach immer auf Gomme gespielt, Bad Wars, aber die Sache ist so, dass auf Gomme hatte ich letztens so eine nervige Abfuckrunde, Freunde, dass ich einfach gar keine Lust mehr habe, momentan da zu spielen. Das war so eine Teamrunde und ich wurde ultra gespawntrapped und damit die ganze Zeit von jedem Team gebowspammt. Das war ein bisschen belastend. Deswegen lasse ich da jetzt erstmal die Finger von Gomme Bad Wars. Mal gucken, bis ich mich da wieder ein bisschen beruhigt habe. So, dann kann man vielleicht wieder da spielen. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, auf welchem Server ihr am liebsten, als ob ich so weit geflogen bin, auf welchem Server ihr am liebsten Bad Wars spielt, Freunde. Das würde mich mal interessieren. Was ist so euer Favorite Server zum Bad Wars zocken und was meint ihr, auf welchem Server soll ich in der Zukunft Bad Wars aufnehmen? Soll ich eher auf Revi gehen? Soll ich auf Team Kudo gehen, so wie jetzt gerade? Oder meint ihr doch so, yo, Ryan, mach lieber das gute alte Gomme Bad Wars. Ja, da sind zwar alle am Bow-Spam, aber macht das trotzdem, bitte, danke. Weiß ich nicht. Schreibt einfach mal in die Kommentare, Leute. So, jetzt bauen wir hier auch bitte ein Bett ab. Tschüss. Und dann hören wir auch nochmal den nice Bettabbau-Sound. So, da ist er. Ich bin mal kurz leise. Sehr schön. Dieser Sound. Holy shit. Okay, warte mal. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin. Ah, doch, da hinten ist noch ein Bett. Wir gehen mal zur anderen Seite. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja, ich weiß nicht wieso, aber die Blöcke haben schon irgendwie was. Also, sie sind schon. Also, kann man machen auf jeden Fall. Ich weiß nicht wieso, aber dieses Weiß mit dem Pink da drin, also einfach dieses Doggy-Logo, sieht schon ziemlich witzig aus. Das ist nochmal der Sound. Oh Mann, irgendwie. Irgendwie ist das TP schon ziemlich witzig eigentlich. Und im Bad Wars geht das auf jeden Fall auch einigermaßen klar so. Ich weiß nicht, Leute, ob ihr den Getdown-Part davon gesehen habt. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Der war auf jeden Fall ziemlich belastend, weil dann kam dieser Bettabbau-Sound, den ihr hier auch hört, dieses Doggy, kam die ganze Zeit, weil sobald man einen Coinblock eingesammelt hat oder so einen, hier so einen Buff, keine Ahnung, wie das genau ist, so einen Schwammblock oder sowas, kam immer dieser Sound direkt, dann hat er sich auch noch gestackt und alles und das war sehr nervig, Freunde, das war eine richtige Challenge damit zu spielen, weil man die ganze Zeit diesen Sound nur gehört hat und sich gar nicht konzentrieren konnte, da habe ich auch damals den Sound für mich erstmal leiser gestellt, so, weil ich konnte mich nicht mehr, ich habe nicht mehr reden gehört, weil die ganze Zeit kam nur dieser Doggy-Sound und ich meine, der Song ist zwar jetzt nicht komplett kacke oder sonst was, ja, nichts gegen Katja an dieser Stelle, no front, okay, vielleicht doch was gegen, ich weiß es nicht, nein, aber wenn man den Sound, die ganze Zeit hört, ja, und wenn er sich stackt, dann ist es schon ziemlich nervig, so, da, so einmal wie jetzt, kann man den auf jeden Fall hören, den Sound, aber wenn er sich instant die ganze Zeit am stacken ist, ist es schon ziemlich nervig. Ist hier noch ein Bett, Team Türkis, ja, das letzte Bett, abgesehen von meinem, das können wir mal ganz schnell abbauen. Ich würde mal interessieren, wie die Steinpickaxe aussieht hiervon. Wir können mal ganz kurz nachgucken, ob man die hier irgendwo sieht, ah, die sieht ganz normal aus, okay. Und mein Bett auch abgebaut? Ne, mein Bett ist noch am Start, ich glaube, ach nee, da hinten ist er. Ich wollte gerade sagen, vielleicht suicide ich mal ganz kurz. Aber da hinten steht der Boy. Dann rennen wir einfach mal zu dem rüber, würde ich sagen. Oder geht er jetzt nicht? Ja, ich muss suiciden, weil er rennt jetzt in die andere Richtung und dann kann ich ihm quasi entgegenkommen von da. Dann werde ich jetzt mal so richtig assi sein und mir noch Cobweb kaufen, weil ich habe noch keine Runde gewonnen, Leute. Und ich will jetzt mal gewinnen. Bitte, danke. Das wäre ziemlich nett, deswegen. Wobei, Cobweb ist doch inzwischen anerkannt, oder nicht? Ich höre jetzt immer mal von mehreren Leuten so, yo, Ryan, Cobweb ist inzwischen in der Bad War-Szene anerkannt. Also muss ich mich nicht mehr schlecht fühlen, wenn ich mir das kaufe, oder? Guck mal, da hinten sehe ich den schon, den Boy. Ich glaube, ich habe ein paar zu wenig Blöcke eingepackt. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier keinen Weg gibt. Aber hier gibt es ja ganz viel Bronze. Davon können wir uns schön Blöcke kaufen. Allerdings equippt er sich, glaube ich, gerade richtig krass mit Eisenstuff und alles. Also mit Chestplate und allem möglichen. Zumindest steht er da. Oh, stand er da so lange beim Shop? Ich weiß es aber nicht. Wir gehen jetzt einfach mal darüber. Mal gucken. Ich meine, wenn er. Oh mein Gott, wenn ich bauen könnte, wäre das natürlich noch. What the fuck? Okay, er ist aber besser im Bauen als ich, ist jetzt das Problem. Er ist einfach viel besser im Bauen gewesen. Er hat sich da so richtig schnell gerade hochgesteckt, aber jetzt macht er gerade nicht weiter. Hat er keine Blöcke mehr, oder was? Warte, dann gehen wir mal hier runter. Och nein, jetzt kommen wir nicht damit an, mein Kumpel. Warum machst du das? Warum sage ich überhaupt, warum nenne ich dich Kumpel? Du bist mein Erzfeind gerade. Ich habe verloren, Leute. Okay, ich habe nicht verloren, aber es hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Ich dachte irgendwie, ich wäre auch schon tot, dann war ich doch noch nicht tot und dann, ja, egal, nicht wichtig, Freunde. Wir holen ihn jetzt, ne. What the fuck? Okay, anscheinend ist er beim Bauen runtergefallen. Das ist ja noch ein.
einfacher. Das auf jeden Fall ein... Ach man, das war kein nicer Sieg. Mit dem möchte ich mich nicht zufrieden geben, Leute. Wir machen noch eine Einser-Runde. Ja, jetzt auf einmal sind 12, 13 Leute bei 8x1 drin. Ist klar, gerade die ganze Zeit, als ich spielen wollte, eine Person drin. Wahrscheinlich. Okay, wir machen jetzt noch eine 1 vs. 1 Runde zum Schluss, Freunde. Ich möchte noch einen vernünftigen Sieg haben. Ich möchte noch einmal das Glücksgefühl haben, eine Runde gewonnen zu haben, ohne dass der Boy einfach runtergelaufen ist oder sonst was. Ach Mann, was ist das denn? So, jetzt aber bitte. Ich möchte noch einmal eine Runde gewinnen, wo ich den Gegner auch wirklich mit meinem Knockback-Stick schön runterschlage und nicht, dass er irgendwie runterfällt oder lieft, so wie gerade oder sonst was. Ich verstehe auch nicht, das passiert mir so oft hier. Wieso geht man denn bitte in eine Runde hier, in eine Bad Wars-Runde, in eine 1 vs. 1 Runde und lief dann instant so? Was ist los? Warum macht man das? Kennst Ryan, der Tri-Jump bringt? Dieser YouTube... Oh, der kennt nämlich auch dieser... komische YouTuber oder wie? Oh, warte, at all muss man machen. At all, dieser komische YouTuber oder wie? Der komische Boy, Alter? Ne, den kenne ich nicht. Der ist richtig scheiße, dieser komische Ryan, der Tryjump macht. Kennst Ryan, der Tryjump bringt? Und jetzt macht er einfach Fragezeichen. What? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Egal, Grüße gehen raus an Umbreon Skills. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Grüße gehen raus an dich auf jeden Fall, mein Freund. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, was er jetzt genau meinte. Der hat mich doch gefragt, ob ich den kenne. Deswegen meinte ich dieser komische YouTuber oder wie. Aber ich schreibe jetzt einfach mal, yo, kenne ich. Yo, kenne ich, glaube ich. Kenne ich, glaube ich, den Boy. Ich glaube, ich kenne den. Ich glaube, ich kenne diesen Ryan, der Tryjump macht. So, wir gehen mal direkt hier runter. So, aber er baut hier so schön One-Line. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich mich so hochgesteckt habe. Es tut mir ein kleines bisschen... Schreibt er gerade? Ich bleibe mal stehen. Ich glaube, er schreibt gerade. Oder? Ist er am Schreiben? Hallo, bist du am Schreiben? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bleibe einfach da. Du den Skin und den ähnlichen Namen. Vielleicht bin ich das ja auch. Komm, schreib mit mir erst, Mann. Ich will mit dir chatten. Junge, ich will mit dir chatten. Okay, er will nicht chatten anscheinend. Gut, dann baue ich mich... Hä? Okay, dann baue ich mich einfach hier rüber. Soll ich jetzt einfach durchrennen, Freunde? Das könnte halt funktionieren, ist so die Sache. Ich weiß nicht. Es könnte... Ja, wow. Moonwalk läuft auf jeden Fall nicht so gerade. Ich kann einfach... Er geht doch gar nicht zu mir. Dann baue ich einfach sein Bett ab. Und jetzt? Hä? Oh Mann, ich wollte mit dir chatten. Was soll das denn? Okay. Och Mann, ja gut, dann müssen wir ihn leider töten. Schade, ich hätte gerne noch mit ihm gesprochen, aber naja. Naja, er wollte mir nicht antworten, da muss ich ihn jetzt leider runterkicken, ne? So ist das, ich mache das auch immer so im Real Life mit Leuten, die mir nicht antworten. Die töte ich halt immer. So, ist ganz normal, oder? Macht ihr das nicht auch, Leute? Schreibt mal jetzt in die Kommentare. Killt ihr auch mal die Leute, die euch nicht antworten auf WhatsApp oder sowas? Schade, hätte ich da meinen Knockback-Stick verwendet, hätte ich ihn, glaube ich, haben können. Oh, jetzt haben wir den aber, weil ich glaube, er denkt, ich bin tot. Oh mein Gott, doch nicht! Oh, shit, war das knapp. Alter, GG. GG, nice. Schreib dir noch? Ah, ihr schreibt auch GG. Netter Boy, auf jeden Fall. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Mal gucken, ob du siehst, Umbreon Skills, wie man das doch ausspricht. Genau, ich hoffe, eins von beiden war richtig. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem neuen Video wieder. Ciao.